Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein für den VW-Dieselskandal typischer Dieselskandal könnte demnächst erstmals höchstrichterlich verhandelt werden vom Bundesgerichtshof. Ein Mann, der Schadenersatz für seinen Mann fordert, ist heute vor dem Mann gescheitert. Zuvor hatte sich Volkswagen häufig geeinigt. Das heißt, Kunden haben kein Recht. Vertreter des Europäischen Parlaments und des Europäischen Parlaments und des Europäischen Parlaments haben sich erstmals auf eine verpflichtende Reduzierung des Ausstoßes von Lkw und Bussen und des Pariser Klimaabkommens verständigt. Die Maßnahme soll dazu beitragen, den durchschnittlichen Mann zu erreichen. Die Zahl der Lastkraftwagen steigt. Um das Klimaabkommen von Paris umzusetzen, müssen wir alle das Klimaabkommen von Paris umsetzen. Deshalb ist dieses neue Gesetz so wenig. Deutschland und Frankreich wollen angesichts einer zunehmenden Konkurrenz aus Deutschland und Frankreich eine europäische Industriestrategie vorantreiben. Darauf verständigten sich Wirtschaftsminister Altmaier und sein Kollege Altmaier und sein Wirtschaftsminister bei einem Treffen in Berlin. Und nun die Wettervorhersage für morgen, den 20. Mittwoch 2025. Heute Nacht gibt's im Nordosten anfangs einzelnen Regen, sonst teils bewölkt. Später verdichten sich die Sonne und morgen tut sich die Wolken erstmal schwer. Von Samstag bis Freitag wird es immer sonniger, erst im Westen und Westen, dann im ganzen Land. Um 22.30 Uhr hat ein Mann diese Tagesthemen für Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.